Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 6. August. Heute haben wir dabei HTC, Google Trips, Telekom Stream On und Audi e-tron. Ja, beginnen tun wir mit HTC. Der Smartphone-Hersteller hat aufgehört, seine Smartphones in Großbritannien zu verkaufen. Zumindest über seine eigene Webseite. Man kann sie wohl immer noch über Amazon kaufen. Ja, und warum haben die das gemacht? Die sind in einem Patentstreit mit der Firma IPCOM. Und da geht es halt um irgendeine Technik, um Smartphones kabellos im Auto zu integrieren. Die haben da wohl irgendein Patent und HTC hatte sich mit denen insofern geeinigt, dass sie einen Workaround anbieten, um ihre, also der implementiert ist in ihren Smartphones, um diese dann nur in Großbritannien zu verkaufen, was schon irrsinnig an sich ist. Und ja, IPCOM sagt jetzt, HTC macht das nicht und ja, möchte dagegen klagen und HTC hat jetzt erstmal proaktiv die Telefone aus dem Verkauf genommen. Ja, was ein Irrsinn, das zeigt erst mal wieder hier, dass der ganze Patent-Lizenz-Wahnsinn ja immer noch nicht vorbei ist und immer noch ein großes Problem darstellt. Ja, Google, die stellen jetzt Google Trips ein. Ich weiß nicht, ob Google Trips jemand von euch genutzt hat oder ob ihr den Dienst oder beziehungsweise die App überhaupt kennt. Damit konnte man schön seine Reisen vorplanen via Google, mit was man machen möchte zum Beispiel. Und ich habe die App, glaube ich, einmal getestet und dann war das alles auch so umständlich. Ich habe dann lieber Foursquare genutzt mit seinen Listen. Ja, und anscheinend haben das viele so gemacht, denn wie gesagt, die App wird eingestellt, der Dienst ebenfalls logischerweise. Und die Möglichkeiten, halt Notizen und Orte zu speichern, wird einfach in Search und in Maps integriert. Auch logischerweise in den Apps und damit kann man das mehr oder weniger auf eine andere Art und Weise weiter nutzen, was für mich auch Sinn macht, denn ja, viele arbeiten eh nur mit Google Maps beispielsweise. Warum da nochmal eine zweite App für die Reiseplanung zu nehmen, wenn die auch nicht anscheinend genutzt wurde? Die Deutsche Telekom, die hat ja mit Stream On ein Angebot, wo man ohne seine Bandbreite, seine Datenvolumen zu belasten, diverse Dienste streamen kann und wenn man da mitmachen möchte, da muss man sich einfach anmelden, kostet kein Geld und ganz viele haben das schon gemacht und die ganz Großen sind eh schon dabei, aber es kommen jeden Monat neue Dienste hinzu und auch jetzt seit dem 1. August haben wir wieder einiges an neuen Musik- und Audiopartnern sowie Video- und Gaming-Streaming-Partnern dabei. Ich will die Liste jetzt gar nicht vorlesen, weil die meisten kennt man auch gar nicht. Aber zwei sind eigentlich eher ein bisschen bekannter. Das ist einmal die Videostreaming-Plattform Mixer. Aber noch bekannter oder auch relativ neu ist die Videostreaming-Plattform Join. Und die ist jetzt auch dabei. Also könnt ihr halt online unterwegs Join gucken und verbraucht keine Daten, wenn ihr einen entsprechenden Telekom-Tarif habt und StreamOn freigeschaltet ist. Audi, die springen jetzt auch auf den E-Scooter-Hype auf und haben einen E-Scooter bzw. einen Scooter vorgestellt. Natürlich E, aber halt E-Scooter denkt man logischerweise an zwei Räder, ganz normal mit einer Lenkstange vorne, analog zu einem Tretroller. Ja, Audi hat das ein bisschen anders interpretiert und hat jetzt den Audi e-tron Scooter vorgestellt. E-tron ist ja die Elektromobilitätsmarke von Audi. Und der Audi e-tron Scooter ist eher ein Skateboard mit einem Griff dran. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Also man lenkt zum Beispiel eben nicht, indem man halt vorne eine Lenkstange hat und links und rechts rumdreht, sondern man lenkt durch Gewichtverlagerung, wie beim Skateboard. Audi sagt, das ist wie das Surfen auf einem Surfboard. Und vorne hat man einen Griff, der praktisch wie so ein Tragegriff ist und man fährt nur mit einer Hand, sprich man hat eine Hand frei, mit der man dann beispielsweise Signale geben kann, dass man zum Beispiel abbiegen möchte. Ja, ob das wirklich so angenommen wird vom Markt, ich weiß es nicht, denn gefühlt braucht das wohl ein bisschen mehr Übung als so ein klassischer E-Scooter, wo gefühlt auch irgendwie jeder mit klarkommt, wenn er draufsteht. Und Audi möchte dafür auch noch stolze 2000 Euro haben, was natürlich auch nochmal eventuell ein Hindernis ist, um das
Gefährt in den Markt zu bekommen. Und jetzt kommt's, wann soll er kommen? Ja, Ende 2020. Da ist also noch ein bisschen hin. Ob dann auch E-Scooter immer noch so ein Hype sind, beziehungsweise ob die vielleicht auch schon den Markt gesättigt haben, dass jeder sich einen günstigen gekauft hat, warten wir es mal ab. Also das Audi e-tron Scooter Surfboard in Anführungsstrichen. Ich bin gespannt, würde es auch gerne mal ausprobieren. Glaub aber, mir ist das zu teuer. Ja, und das war's auch schon. War ein ruhiger Tag, nicht so viel News. Ich hoffe trotzdem, ihr hört morgen wieder rein. Habt einen guten Dienstag, bleibt positiv. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.